Ich finde, dass es wieder zur Normalität werden muss, dass russische und amerikanische Präsidenten sich treffen. Denn es ist ja richtig, dass 90% wahrscheinlich des Nuklearwaffenarsenals in den Händen dieser beiden Länder ist. Dort schon allein aus Abrüstungsgründen gibt es viele Themen, die man dort besprechen muss, aber auch aus vielen anderen Dingen heraus. Und deshalb freue ich mich über jedes Treffen. Und ansonsten kann ich natürlich die Einladung von zwei Staatschefs nicht kommentieren. Aber immer, wenn gesprochen wird, ist es im Grunde gut für alle. Gerade wenn zwischen diesen beiden Ländern gesprochen wird. Herr Gers ist dran. Und da es seit 2005, glaube ich, kein russischer Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika war, muss ja nicht die Normalität sein. Ich habe eben schon wahrgenommen, als Gers in der G7 das Abrufen von der Erklärung. Und so versuche ich einfach, mich mit der Kritik auseinanderzusetzen, aber auch eine eigenständige, souveräne Antwort zu geben. Und die stimmt nicht in allem mit den Betrachtungen des amerikanischen Präsidenten überein. Wir werden in dieser Legislaturperiode über 40 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben. Also in Artikel 5, die Beistandspflicht, ist ein zentrales Element der NATO und nach meiner Auffassung gilt dieser Artikel 5 für alle Mitgliedstaaten der NATO, nicht nur für große oder für kleine oder für einige. Montenegro hat sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um Mitglied der NATO zu sein, hat auch viel Einflussnahme in Wahlkämpfen gehabt. Und insofern freue ich mich über das Mitglied Montenegro. Wir haben dieses sehr schnell klären und damit auch nicht Hoffnungen.